So, weiter geht's heute mit dem 20, mit dem Qualifying von FIFA 2020 aus Ungarn. Weiter geht's, los geht's, auf geht's. Ein ziemlich befreiter Tag kann heute uns anstehen, weil, wie gesagt, 60 böse Strafe haben wir ja eher an der Backe kleben. Daher gucken wir, was heute einfach rauskommt. Ja. Mal gucken, vielleicht passt das mit der Top 5. So, mal kurz unserem Renningenieur schnacken, damit das hier mal ein bisschen von dann geht. So, wir können ja das Trockensetup fahren. Wie gesagt, es wird eh leicht regnen und dann haben wir vielleicht einen kleinen Vorteil im Rennen dann. Ungarn 3, ich fahre trocken. So, let's go. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Einfach mal jetzt ein bisschen entspannt fahren und gucken, was ja so das Maximum ist. Für die Pole wird es nicht reichen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber Hauptsache irgendwo den Vettel packen, weil das wäre zumindest mal eine Möglichkeit, um, ich glaube, die Rivalität zuzumachen. Ich glaube, es ist dann halt wirklich zu. Naja, fahren wir hier schön durch Dings, 18 Rundchen morgen an, im leichten Regen hier in Budapest. Das wollen wir natürlich, ja, hoffentlich immer ein gutes Ergebnis. Dann geht es nächste Woche nämlich nach Belgien, dann kommt Italien. Und dann, ja, wie gesagt, Singapur, Russland, Japan. Also da, wo wir auch jetzt in der Sonntagsliga demnächst starten. USA, Mexiko, Brasilien und das Finale in Abu Dhabi. Und dann sind wir durch mit der Saison 2 hier in FIFA 2020, mein Team in meiner Karriere. Hier im Let's Play. Na los, auf geht's. Also 18 Minuten stehen hier an. Und wir fahren auch, wie gesagt, das Trocken-Setup. Ich hoffe, dass der andere sagt, ich fahre doch noch das Regen-Setup. Weil es, wie gesagt, morgen leicht regnen wird. Also Intermediate-Wetter hier in Ungarn. Naja. Ja, ordentlicher Quersteher. Bestzeit Sektor 1 definitiv. Schon mal. George Russell, 17.4. Dame wäre ja im freien Training mit dabei gewesen vorne. Die Frage ist, ob wir da rankommen, was die Zeit betrifft. Ja. That's the fastest lap so far. Well done. Latifi jetzt raus. Freie Training. Wir können ja jetzt eh ein bisschen frei fahren. So, der erste, der seine Zeit packt, sind jetzt Vettel und Hamilton nochmal nachlegen können. Fahrer vor mir. Vettel ahead. Their best lap time is a 1:16.7. 16.7. Momentan gute halbe Sekunde vorne, aber wir nehmen nochmal einen guten Schwung an Zeit mit. Zweiter Sektor jedenfalls violett.
Das wird nochmal ein neunlicher Schwung. Es reicht aber nicht für die Bowl. Es reicht nicht ganz, um vorne dabei zu sein, um den Hamilton zu schlagen. Aber Sebastian Vettel ist auf jeden Fall schon mal ein neunliches Stück hinter uns. So Hundertstel gut hinter der Spitze. Verwarnen, weil wir da ein bisschen sehr weit rausgekommen sind. Nee. Das reicht nicht. Die Runde kann man eigentlich quasi schon mal knicken. Bisschen dran waren wir zwischendurch. Aber reicht nicht. Also Zweiter sind wir momentan, nehmen wir mit. Nur, das war zu schnell. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viele Strafen sammle. Und das ist ja momentan 16-1 oder 16-2. So. Also, wie gesagt, Zweiter sind wir momentan. Wir können ja ein bisschen was raushauen. Also, die 100. müssen wir nochmal packen. Wir fahren nochmal raus. Und knacken da, versuchen im letzten Zug nochmal zurückzuarbeiten. Und zumindest, ich weiß nicht, ob es reicht, ob es virtuell reicht. Also dann der Karriere zählt. Muss man nachher mal gucken. Dass wir hier zumindest die Pole jetzt holen. Auf meiner Lieblingsstrecke. Also 0,137 Sekunden sind es insgesamt. Die uns fehlen. Jetzt wird doch mal Bottas ein bisschen frech. Der haut auch nochmal raus. 0,4 Sekunden jetzt. Also Mercedes-Doppelführung und dann wir. Oh, das ist hart. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Hier nochmal was raus. Es wird am Ende nochmal regnen. Aber ich denke, die Zeit wird nicht die Strecke wird nicht das genug. Und ich spare jetzt mir Einsatzreifen auf. Fürs Rennen morgen. Also, gute halbe Sekunde vor Valtteri Bottas. Hamilton ist nicht weit weg, aber der Bottas, der wird nochmal auch nicht frech. Der will auch nochmal eine Bestzeit probieren. So, also, Dritter sind wir jetzt virtuell. Jetzt auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir nochmal Gas und probieren es nochmal zu knacken. Was schaffen wir die halbe Sekunde? Also 15,9 ist die Bestzeit momentan von Valtteri Bottas. Wie es geht für uns zu plätten. Ich gebe jetzt mal gerade ein bisschen. Nehmen wir mit die Runde. Da sind wir eben ein bisschen weit rausgekommen. Deswegen kann man da auch ein bisschen was mitnehmen. Ganz, ganz leichter Quersteher. Frage: Kriege ich sie mitgenommen? Moment, ich reiche die Runde. Das weiß ich gar nicht mehr auf Lewis Hamilton. Schweige noch Bottas.
Bottas reicht nicht. Aber auf Hamilton. 8 Minuten noch. Steck mich doch. Ich hatte ein bisschen der Kurve, hatte ich ein bisschen Vorsprung rausgenommen. Hier kannst du jetzt knicken. So, das heißt, wir müssen nochmal einen Versuch wagen. So, jetzt holen wir uns keine Strafe ab oder keine Verwarnung ab. Wir haben ja schon 3 Stück insgesamt hier. Wir haben noch 6 Minuten 40 Zeit. 1:16:0 ist momentan die Bestzeit. We think we may see some rain. ETA is about 15 minutes. So. Also, 15 Minuten, dann gibt's Regen. Wir haben noch 5 Minuten 50 in diesem kurzen Qualifikationstraining. Ich muss natürlich noch mal eine Runde, aber wie gesagt, das ist die letzte. Ist der letzte Versuch. Entweder passt es jetzt oder es passt nicht. Wie gesagt, wir können auch durchaus 2 Versuche packen. Ein paar Autos sind natürlich schon auf die Strecke. Um halt nochmal. Was willst du denn hier? So, aber wie gesagt. Schau mal kurz auf die Zeit. Fahrer vor mir! You're sat in P2. Ja. Fahrer vor mir. Bottas ahead. Their best lap time is a 1:15.9. Das ist maximal 1/100. Ob wir die schaffen können. Ob wir da hier uns so. Unsere Pole holen. Platz 2 wäre ein Träumchen. Wenn wir, davon starten dürften, dann hätte man nämlich die große Chance, hier im Rennen so das Ding nach Hause zu ziehen. Aber es wird nicht einfach werden. Weil vor allem alles, was danach kommt, man nachschlagen kann. Okay. Nochmal durchatmen, nochmal durchbeißen und dann gib ihm. Sektor 1. Kein weit rauskommen, das ist das Wichtigste. Bisschen Rückstand haben wir jetzt wieder. Mal mit durch die Schikane. Nicht nur Rückstand, sondern den Vorsprung. Ich gucke gerade ein bisschen virtuell. Umso mehr wir jetzt rausholen, umso mehr weniger Chancen geben wir dem Bottas, sie nochmal zurückzuschlagen.
Komm nicht auf den Curb, das reicht. Wir nehmen ein bisschen was mit. Knacken mit der 15.7 die Bestzeiten. So, das ist jetzt die große Frage. Was macht die große Konkurrenz? Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen Anlauf. Nochmal versuchen. 2 Minuten 40 noch. Können wir nochmal was... Kann man hier das in unseren Ungarn die Pole holen? Die eigentlich tatsächlich nicht für möglich gehalten war. Oder greift die Konkurrenz nochmal an? Das ist jetzt die große Frage. 1500 Bottas. Also, 200 Zoll. Maximal darf er so holen. Im dritten Versuch passt es dann. Da sind wir ein bisschen sauberer durchgekommen. Haben am Ende nochmal den Vorsprung mitnehmen können. Weil wir dann doch nicht über die Dings gefahren sind. Über die Curbs gefahren sind, sondern einfach direkt auf der Strecke geblieben sind. Ja, es sind jetzt mal in Kurven, die passen. Ja, ich weiß, dass ich ein bisschen gecuttet habe. Aber es geht mir ums Gefühl, wie gesagt, wir starten hier von ganz hinten. Daher ist es dann am Ende auch vollkommen egal. Die Pole wird Bottas definitiv behalten. Aber wir mussten halt auch Komponenten tauschen. So, versuchen wir es gerade. Ach, scheiße. Na, egal. Ja, aber da passt es oder passt es nicht. So, also ab in die Box. Ich denke, der großen, die ganz Fahrer werden jetzt alle nochmal raus müssen. Da steht kein einziges Auto mehr so weit in der Straße, in der Garage. Wir können jedenfalls jetzt nichts mehr tun. Es war jetzt der Versuch wert. Bottas, Hamilton, Verstappen. Den traue ich so ein bisschen nochmal den Sprung nach vorne zu. Gerade den Bottas, ob der nochmal gekontert bekommen mit 200. Wir haben sie auch nochmal ausgeholt. Wir haben sie eben nämlich 300 nochmal geholt im letzten Versuch. So, fahren wir mal mit. Gucken wir mal uns das, was Bottas hier fabriziert, an. Ja, ist langsam mal 26,7, oder? Auf Anhieb, 26,754. Also er nimmt ein bisschen mit doch. Er hat nur noch minimalen Vorsprung mit. Die Frage ist, wie passt es zum zweiten Sektor? Also Zähne fahren können wir sehen nicht mehr. Der nimmt tatsächlich den Minimalvorsprung. Der muss im siebten Sektor sogar verlieren. Wenn er den nämlich auf Anhieb so fährt wie eben davor, dann holt er sich die Pole. Und ich vermute, dass wir die Pole nämlich verloren haben. Dass wir Minimum Zweiter sind. Die Frage ist aber, gut durch den sechsten Sektor gekommen ist, weil da haben wir nämlich noch ein bisschen rausgeholt. Das Qualifying ist beendet. Es reicht. Wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Richards, Bottas und Lewis Hamilton. Das Qualifying ist beendet. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja. Gut. Also virtuell haben wir zumindest die Pole. Haben wir es mal so. Ich weiß nicht, ob es dann für das Team reichen würde. Aber Bottas muss im letzten Sektor nochmal massiv verloren haben. Das heißt, er hat nochmal verloren, definitiv. Weil war nämlich schneller in beiden Sektoren als wir. Das hat er dann ein bisschen verdammt doch nochmal gut. Nur 100, 200 verloren, weil der war nämlich nur 200, 300 hinter uns. Also von daher ist es jetzt nicht egal. Er wäre mit der Zeit nämlich die ja vorgefahren, das hinter Verstappen. Also, wie gesagt, klar, dass wir jetzt ganz hinten stehen, das ist bitter, aber ist es leider nicht anders machbar gewesen. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, ob die Statistik das passt, ob der das tatsächlich jetzt aufnimmt und sagt, die Pole habt ihr. Es wäre jetzt, glaube ich, die fünfte in dieser Saison. Das müsste die fünfte gewesen sein. So, Qualifying-Position an 2 und 1 haben wir geschafft gegen Vettel. Ja, und damit haben wir es geholt. Und damit haben wir die Rivalität gegen Sebastian Vettel hier in Ungarn für uns entschieden. Mit dieser Pole, die war nämlich diese, oder zumindest mit diesem Schlagen gegen ihn, dass wir ihn gepackt haben. Und damit kriegen wir 2000 Anerkennung, weil wir die schwere Rivalität gewonnen haben. Vettel war tatsächlich schwer. Und das war auch sehr, sehr gut. Es gibt dicke Punkte für uns, fürs Team. Oder war jetzt. Aber er war mit der leichteste von allen.
die da irgendwie mit drin waren. Die Mercedes wäre für uns noch nicht machbar gewesen. Gut, die sind jetzt an einem guten Tag, sind sie schlagbar und das haben wir heute tatsächlich bewiesen. An einem wirklich sehr guten und passenden Tag für uns sind sie definitiv so gerade schlagbar. Aber wie gesagt, ich glaube, 4 Poles haben wir. Niederlande, Baku, Kanada. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Niederlande, Baku, Kanada. Das müsste jetzt die 4. sein. Und jetzt hier in Österreich, ja, genau. Und jetzt in Kanada. Jetzt hier in Ungarn. Niederlande, Baku, Kanada, Österreich, jetzt hier in Ungarn, das ist die 5. Ich weiß nicht, wie es aussieht, ob sie uns in die Statistik aufnimmt, weil ich gucke gerade mich nach. Rennsiege, Pole Position 6. 5 letzte Saison, dann hat er es nicht genommen. Weil wir die Strafe nämlich die Dings bekommen haben. Ja, hat sie nicht genommen. Weil wir letzte Saison hatten wir nämlich auch noch eine. Ja, schade. Egal, wie dem auch sei. Gut, jedenfalls sind wir da soweit durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's morgen mit dem Rennen weiter. 18 Runden im leichten Regen hier in Singapur. Ach Quatsch, in Singapur, in Budapest. Und ja, da starten wir noch am Platz 22 durch diese Strafe. Bis dahin und tschüss.